Freunde, heute mal nicht auch Intro im Auto, sondern ich bin schon auf dem Weg ins Stadion. Hoffenheim gegen Schalke. Freunde, das wird ein Spiel. Es geht um Abstiegskampf, es geht um Klassenerhalt. Beide Teams sind heiß, beide Teams wollen heute 3 Punkte. Ich bin gerade am Stadion vorbeigefahren und erstmal bin ich von der einen Seite vorbeigefahren, habe ich nur die Schalke-Fans gehört. Jetzt gerade nochmal an den Hoffenheim-Fans vorbeigefahren. Da hast du nur die Hoffenheimer gehört. Wahnsinn. Also ausverkauft, Pre-Zero Arena. Ich bin echt gespannt, was für eine Stimmung sein wird. Das wird, Freunde. Wir haben noch ein Gewinnspiel am Laufen. Ihr wisst Bescheid. Trikot, eure Wahl, könnt ihr euch aussuchen. Und mit mir zusammen nach Heidenheim, Stadionblock drehen. Ihr wisst Bescheid. Also viel Spaß mit dem Video. Freunde, übrigens, jetzt kommt eine Prognose von einem Stadionblogger, von einem Kollegen von mir, MDS. Folgt ihm auch auf YouTube. Guter Mann. Also, gönnt euch MDS. Hallo, liebe Stadionfreunde, hier ist MDS und das ist meine heutige Prognose für das Spiel TSG Hoffenheim gegen Schalke 04. Hoffenheim hat die letzten 2 Partien gewonnen und sie befinden sich bei einem positiven Aufwärtstrend. Das gleiche kann ich von Schalke leider nicht behaupten. Es wird ein hart umkämpftes Spiel. Ich glaube, dass dennoch Hoffenheim mit einem 2:0 gewinnen wird. Auch wenn ich gehört habe, dass Schalke angeblich das Stadion heute einnehmen wird. Ich bin gespannt. Berko ist im Stadion. Ich freue mich auf das Spiel nachher. Ich grüße noch Mike Deal und Ozan Kabak, Bro. Viel Erfolg. MDS, danke auch an dich, Bro. Ja, wir werden schauen, wer heute gewinnt. Ihr hört schon das Stadion. Ich bin kurz davor, beziehungsweise ich stehe schon davor. Ja, wie gesagt, folgt MDS, guter Mann, abonniert seinen YouTube-Kanal und wir gehen jetzt ins Stadion rein. Let's go! Freunde, geh mal rein ins Stadion, oder? Yes, so, Pre-Zero Arena! Union Investment. Pre-Zero Arena, Leute, komplett in Blau. Wahnsinn, Wahnsinn! Es liegt an uns, sie voller Kraft voranzutreiben. Schließlich ist Fortschritt eine Frage des Charakters. Das ist doch mal richtig schön, die Pre-Zero Arena so zu sehen. Hammergeil. Hammergeil. Das sind die ersten Büros von den Hoffenheim-Fans. Freunde, 19:30 Uhr, jetzt geht es los. Spiel hat angefangen. Viel Glück an beide. Let's go! Topic von den S04 Fans. Ah, Wahnsinn. Mir geht es ja noch komplett weiter. Geile Stimmung im Stadion von Hoffenheim und Schalke. Mega, mega.
Hört euch diese grandiose Stimmung an. Wahnsinn! Wahnsinn! Mann, ey, bester Mann. Freunde, kein Stopp bei Hoffenheim, die drücken auch noch 2 zu hoch. Also schau mal, von Schalke kommt bisher echt nicht viel. Wir sehen mal weiter, wie es weitergeht. Was für eine grandiose Halbzeit. Die erste Halbzeit ist fertig. Wahnsinn, muss man schon sagen. Ey. Also Freunde, wir haben die Halbzeitpause. Und ich muss sagen, Hoffenheim tut in der ersten Halbzeit echt viel mehr fürs Spiel. Und ich sage aber ehrlich, Führung ist verdient. Die tun echt mehr fürs Spiel. Und deswegen, ja, 1-0 ist verdient. Wird auch das 2-0 fallen können. Weiß ich, von Schalke kommt nicht so viel, aber ja, ist halt so, ne? Wenn hier leider gar nicht so viel reden, weil ich übelste Menschenmenge. Wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. Neuer Spielstand. Hoffenheim.
Freunde, Wahnsinn. Free Zero Arena ausverkauft. 30.150 Zuschauer. Das ist doch so geil. Dieses Stadion, man hält sich komplett voll. Hammer. Den Applaus hat er nicht verdient. Das dritte. Oh ja. Da schießen wir auf die Grauen zum Offeneinsatz. Wahnsinn seid ihr heute. Und man muss auch sagen, Schalke-Fans, top, ey. Haben sie auch richtig gut gemacht heute. Oh, der war knapp. Oh Mann! Also die muss schon sitzen. Wahnsinn. So, Freunde, in der Nachspielzeit können wir noch ein bisschen von unten filmen. So, Freunde, jetzt bin ich im Auto. Jetzt kann ich das Auto drehen. Freunde, was war das für ein Spiel? Was war das für eine kranke Stimmung in der Pre-Zero Arena? Wirklich, danke an die Schalke-Fans. Danke an die Hoffenheim-Fans, dass die so eine geile Stimmung ausgepackt haben in dieser geilen Pre-Zero Arena. Muss man einfach sagen, vielen Dank an beide Fanlager. An die Schalke-Fans, vielleicht versteht ihr es falsch, aber nee, ich bin kein Hoffenheim-Fan. Ich bin VfB-Fan, aber ich wohne in der Nähe, ich drehe hier öfter Stadion-Vlogs und deswegen Sympathie für Hoffenheim ist auf jeden Fall da. Trotz dessen, so, ich mag auch Schalke, so ist es nicht. Ich war letztens bei euch im Stadion, habe eine Stadion-Tour gedreht. Ihr habt echt die Weltins-Arena. Geiles Stadion, muss man einfach sagen. So, Freunde, genug gekuschelt, sage ich jetzt mal. Jetzt geht's ins Spiel, okay? Ich weiß nicht, was heute mit Schalke los war, aber die haben heute keine Leistung gezeigt. So, keine Ahnung. Irgendwie, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich habe sogar gedacht, dass sie jetzt, weil in den letzten Wochen haben sie ja gut Gas gegeben, habe ich gedacht, komm, vielleicht ist sogar ein Sieg drin, sage ich euch ehrlich. Habe ich schon erwartet, dass mindestens ein Punkt rauskommt, wenn nicht sogar mehr. Aber ihr wisst, was mein Bruder Emdes gesagt hat. 2-0 Hoffenheim. Und 2-0 Hoffenheim ist gekommen. Wahnsinn. Also Hoffenheim hat das Spiel gemacht, muss man einfach sagen. Verdient gewonnen, muss man auch sagen. Ich denke, die Schalker, die werden das auch einsehen, dass einfach Hoffenheim das Spiel heute gemacht hat. Pellegrino Matarazzo, dir gönne ich es am meisten, ohne Witz. Weil wir VfB-Fans, wir lieben dich immer noch, trotz dass du weg bist. Wir lieben dich, weil du ein geiler Typ bist, geiler Mensch bist. Und ich hoffe, dein Ziel ist wahrscheinlich der Klassenerhalt. Und ja, ich hoffe, dass dein Ziel, dass du dein Ziel schaffst mit deinem Team, mit Hoffenheim. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir als Stuttgart nicht absteigen. Ja, Freunde, nochmal, ihr wisst Bescheid, Gewinnspiel ist am Start. Nimmt teil auf YouTube, auf ein 1000-Abo-Special-Video oder auf Instagram. Ihr könnt ein Trikot eurer Wahl gewinnen oder mit mir nach Heidenheim fahren, Stadion-Vlog drehen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und am Ende kommen noch die Bilder. Macht's gut, ciao.